Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem AM Production Kanal. Heute soll es um Final Cut 10.4 gehen, das neue Final Cut, was diese Woche vorgestellt worden ist, gemeinsam mit dem neuen iMac Pro. Und ja, in diesem Video geht es um die Features von Final Cut 10.4 und warum ich glaube, dass Final Cut mit ihrem Kaufmodell, wo man 320 Euro, glaube ich, aktuell für die Version bezahlt, deutlich mehr bietet als so ein Abo-Modell wie zum Beispiel bei Premiere. Kommen wir zu den Features und dafür gucke ich auf mein MacBook. Es gibt zum einen die Möglichkeit jetzt 360 Grad Videos. Oh, ich bin aus dem Fokus. Genau, jetzt gibt es die Möglichkeit, 360-Grad-Videos zu erstellen. Es gibt die Möglichkeit, HDR-Videos zu erstellen. Es gibt viele neue Farbtools, die hier mitkommen, also so Farbräder. Ich kann das kurz mal zeigen hier. In dem Screenshot sieht man es schon ganz gut. Es gibt so Farbräder jetzt integriert bei Final Cut. Vorher musste man bei Final Cut da immer auch externe Plugins mit reinziehen. Viele, viele neue Dinge hier auf Final Cut 10.4 und auch wieder eine Leistungsoptimierung, viele Effekte, die neu dabei sind, auch dann eben für VR. Und in den nächsten Videos kommen dazu auf jeden Fall einzelne Videos. Also in der nächsten Zeit kommen dazu auf jeden Fall einzelne Videos, wo ich nochmal erkläre, wie sieht's da aus, was kann man da genau jetzt Neues machen und dann halt zu den einzelnen Funktionen quasi nochmal Videos machen. Eine sehr, sehr spannende Funktion ist meiner Meinung nach noch der manuelle Weißabgleich, also was heißt manuell. Im Nachhinein kann ich mit einer Pipette ins Bild gehen und dem Bild oder dem Schnittprogramm sagen, was weiß sein soll oder was in Realität weiß war. Und anhand von diesem Referenzwert kann das ganze Bild dann mit dem Weißabgleich nachgezogen werden. Und das ist sehr, sehr spannend, vor allem bei Consumer-Kameras, die oft manuell den Weißabgleich, automatisch den Weißabgleich machen und man das nicht manuell macht. Aber da kann man dann vor allem einen guten Referenzwert nochmal bekommen im Schnitt. Oder auch die Möglichkeit, dass man mit seinem iPad oder mit seinem iPhone ein Video schneiden kann, mit iMovie, also dem iOS-Gerät, und dann kann man einfach diese Datei per AirDrop auf den Computer ziehen und dann mit dem Computer mit Final Cut weiterschneiden. Was so genial ist, man kann unterwegs anfangen zu schneiden, die Clips schon mal in die richtige Reihenfolge bringen, schon mal schauen, was will ich haben, und dann mit Final Cut kann man dann Farbkorrektur machen, man kann dann nochmal Effekte setzen und so weiter, Ton nachbearbeiten, Ton synchronisieren, was auch immer man dann mit Final Cut nochmal machen will. Genau, dann gibt es hier viele neue andere Möglichkeiten, die dann in den zukünftigen Videos kommen werden. Falls sie schon da sind und du das Video später guckst, sind sie hier schon verlinkt. Ansonsten wollte ich jetzt noch sagen, 320 Euro kostet Final Cut, 330 Euro kostet Final Cut aktuell, und trotzdem würde ich zu Final Cut raten, weil mit Final Cut habt ihr ein Programm, wo ihr immer Zugang zu euren Daten habt. Wenn ihr zu anderen Programmen geht, wie Premiere, dann habt ihr ein Abo-Modell, keine Ahnung, je nachdem, ob ihr Schüler seid oder nicht, zahlt ihr, sagen wir mal, 20 Euro im Monat für Premiere, und ihr müsst aber weiterhin diese 20 Euro zahlen, wenn ihr irgendwelche Anpassungen für Kunden bei alten Projekten machen wollt. Das heißt, die verkaufen euch immer nur, oder die geben euch immer nur für einen Monat den Schlüssel, um an eure eigenen Daten ranzukommen, um an eure eigenen Kundenprojekte ranzukommen, um daran nochmal was zu ändern. Und dann ist immer so die Begründung, warum, ist immer, ja, ich habe dann halt die Möglichkeit, immer die neueste Version zu haben. Also es wird immer automatisch, also ich muss nichts mehr bezahlen, weil ich es eben leihe und ich habe immer die neueste Version. Und das ist halt bei Final Cut auch so, weil ich habe Final Cut gekauft vor 4 Jahren oder so. Ja, damals war es noch ein Stück günstiger als heute. Und ja, ich kann jetzt einfach hier auf Updaten drücken. Ich hoffe, er stellt scharf. Jetzt stellt er scharf. Ich kann einfach auf Updaten drücken und dann kann ich auch hier wieder die neueste Version von Final Cut haben. Das heißt, ich bin nicht limitiert auf die eine Version, die ich hier gekauft habe, sondern ich drücke jetzt gleich auf Updaten und dann habe ich die neueste Version. Und dazu nochmal zu sagen, wenn ihr gerade bei einem aktuellen Projekt seid, dann auf keinen Fall updaten, weil die Projektdatei muss transferiert werden in diese neues Format, in eine neue Mediathek. Und dabei können Dinge verloren gehen, dabei kann was passieren. Dementsprechend schließt euer Projekt ab, exportiert es und fangt erst mit dem neuen Projekt, dann mit dem Final Cut 10.4 an. Ich habe jetzt den Luxus, dass da hinten noch ein Computer steht und ich jetzt hier an dem Computer mal testen kann, was kann Final Cut 10.4.
und kann dann trotzdem noch meine alten Mediatheken mit dem alten Computer öffnen. Wichtig dabei ist aber auch, wenn ihr eine Mediathek nochmal mit dem alten System öffnen wollt, auch wenn ihr jetzt einen zweiten Computer habt, müsst ihr diese Mediathek kopieren und irgendwo nochmal ablegen, weil wenn die Mediathek transferiert wird, dann kann es auch von dem alten System nicht mehr geladen werden. Das heißt, ich gucke jetzt hier in das neue Final Cut rein und nehme euch dann in den nächsten Videos da mit. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!